Was ist eigentlich eine Behinderung? Natürlich hat der Gesetzgeber dafür eine Definition formuliert. Ich zitiere. Gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 9. Sozialgesetzbuch wird das Wort Behinderung wie folgt definiert. Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate hindern können. Ja. Oder halt einfach gesagt, Menschen, die zum Beispiel durch Fehlbildung, Krankheiten oder sonstige Beeinträchtigungen länger als 6 Monate an der Teilhabe an der Gesellschaft behindert werden, wortwörtlich. Behinderung, der Rollstuhl ist natürlich das Symbol dafür. Aber welche Behinderungen es sonst noch gibt, außer Menschen, die im Rollstuhl sitzen, das erklärt euch Philipp. Grundsätzlich gibt es sichtbare Behinderung und unsichtbare Behinderung. Ich habe eine sichtbare Behinderung, eine Halsseitelähmung, wie zum Beispiel, ich kann die rechte Hand so drehen und die linke nicht so, wie ihr das so seht. Es gibt auch weitere Behinderungen, wie zum Beispiel körperliche Behinderung, wie Rheuma oder auch Fehlbildungen. Geistige Behinderung wie Down-Syndrom. Neurologische Behinderung wie Schlaganfälle und wie Sehbehinderungen und Blindheit. Ich habe eine Sprachbehinderung. Auf den ersten Blick sieht man das erstmal nicht. Das nennt sich unsichtbare Behinderung. Außerdem gibt es viele weitere unsichtbare Behinderungen, wie neurologische Behinderungen, wie zum Beispiel Schlaganfälle, Epilepsie, Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit und Lernbehinderung. Die sieht man auf den ersten Blick nicht. Auch Sucht, chronische Krankheiten oder psychische Krankheiten können natürlich zu einer Behinderung werden, wenn sie nicht oder wenn sie nicht richtig behandelt werden. Das wären dann auch eher unsichtbare Behinderungen.